den Osten. Nein, marschieren wir gegen den Westen. Vielleicht inzwischen vielleicht. Wir kämpfen für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält. Denn das ist für uns am besten. Marschieren wir gegen den Osten. Nein, marschieren wir gegen den Westen. Nein, wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält. Denn das ist für uns am besten. Ja, liebe Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, hier ist der Wiesbaden-Mainzer Osternmarsch. Wir marschieren für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt. Wir brauchen keine Generale, keine Bunker, kein Führerhauptquartier. Der Lehrer wird zum Feldmarschall und die Mütter, die werden Offizier. Der Monteur und der Friseur, der Student, der nicht mehr pennt und der Maler, sie rufen uns alle. Alle marschieren wir gegen den Osten. Nein, marschieren wir gegen den Westen. Nein, wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält. Denn das ist für uns am besten. Nur deutsches Volk muss verändern. Auslandseinsätze beenden für eine friedliche Außenpolitik. Grenzen öffnen für Menschen, Grenzen schließen für Waffen. Zivile Produktion statt Rüstungsexporte. Friedensbildung statt Militarisierung. Für eine Welt ohne Massenvernichtungswaffen. Von unserer Region geht Krieg aus. Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Imagine there. Schon unmittelbar nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs wurde der Flugplatz in Wiesbaden-Erbenheim Stützpunkt des US-amerikanischen Militärs. In Heidelberg wurde das europäische Hauptquartier der US-Armee stationiert, das in den 90er Jahren ausgebaut werden sollte, aber in Heidelberg auf Widerstand stieß. Wiesbaden kam als neuer Standort ins Gespräch. Von hier aus, von Erbenheim aus, werden über 30.000 Heeressoldatinnen und Heeressoldaten in Europa befehligt, vor allem in Deutschland, Italien, Großbritannien, den Benelux-Ländern und im Kosovo, in Kriegseinsätzen und in Kriegsmanövern an der russischen Grenze. Der Spiegel hatte auf Grundlage der Snowden-Dokumente berichtet, dass sich in Mainz-Kastell das zentrale Kommunikationszentrum der NSA für Europa, Asien und Afrika befindet, das künftig in das Militärgelände am Flugplatz Erbenheim integriert werde. Das europäische Hauptquartier der US-Armee und die NSA-Zentrale in der Doppelmetropole Mainz-Wiesbaden mit einer 500.000 Menschen ist relativ selten Thema in den Medien. In dem Zeitalter von Interkontinentalraketen, Aufrüstung und Eskalation militärischer und politischer Konfrontationen wäre im Falle des Einsatzes von Atomwaffen das europäische Hauptquartier der US-Armee in dieser Stadt voraussichtlich eines der ersten Ziele. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Egal, wo wir hinschauen, überall leiden die Menschen unter den Folgen des Krieges. Afghanistan, Syrien, die Türkei, die Ukraine, der Irak, Nigeria, in vielen weiteren Ländern wird Krieg geführt. Oft mit deutschen Waffen, immer mit deutscher Infrastruktur. Afghanistan und Co., das klingt weit weg. Das klingt, als ob wir damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nicht nur von deutschem Boden, nein, auch von Wiesbadener Boden geht dieser Krieg aus. Krauss Maffei Wegmann ist einer der größten Rüstungskonzerne Deutschlands. Nicht weit von hier, in Hessen, in Kassel, stellen die Panzertürme für den Leopard 2 her. Und mit diesem Panzer führt die Türkei einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Kurden in Nordsyrien. Die Kriegsproduktion, die findet nicht nur in den großen Waffenschmieden statt, sondern sie findet auch hier vor Ort statt. Der ungebremste Kapitalismus hat den Krieg zu einem lukrativen Geschäft gemacht. Einige wenige verdienen Milliarden, während Milliarden Menschen unter den Waffen leiden. Denn nicht nur in den direkten Kriegsgebieten werden Menschen von der Wehr- und Rüstungsindustrie bedroht. Autoritäre Staaten unterdrücken mit moderner Militärtechnik aus deutschen Waffenschmieden die eigene Bevölkerung. Ich sehe unsere Demokratie in Gefahr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute hier sind. Wir dürfen niemals aufhören, uns zu wehren. Noch haben wir die Chance, den Hebel umzulegen. Noch haben wir freie demokratische Wahlen. Noch können wir Nein sagen. Nein zum Krieg, Nein zur Gewalt, Nein zum Überwachungsstaat. Dankeschön. Ich klopf an deine Tür an. Bei wie vielen Türen ich schon war, wenn nicht keiner sehen kann, denn die Toten sind unsichtbar. Ich lebte in Hiroshima. Tote Kinder wachsen nicht mehr. Zuerst fing das Feuer mein Haar. Dann sind mir die Augen verbrannt. Die Hände, mein Blut ist verdampft, bis ich nur mehr Asche war. Nichts Liebes mehr tun könnt ihr mir. Nicht, nicht. Ihr müsst bedenken, ein Kind ist verbrannt wie Papier. Ihr könnt ihm nicht mehr schenken. Leis klopf ich an eure Türen. Gebt mir eure Unterschrift, dass es nie mehr Kinder trifft, dass nie mehr Kinder verbrennen und dass sie Bonbons essen können. Liebe Friedensfreunde, deshalb Atomwaffen müssen weg. Wir haben inzwischen in Deutschland das erste Oberkommando zum Cyber- und Informationsraum weltweit. Es wurde 2017 eröffnet und was das beackern soll, dieses Kommando, ist auch vollkommen klar. Erstens, wenig verwundernd, es soll die deutsche Armee in Computernetzwerken im Cyberraum unterstützen, das heißt die eigenen Kommunikationsnetze schützen und feindliche angreifen. Aber noch viel, viel denkwürdiger, es soll auch vermehrt in den zivilen Raum gedrungen werden. Ganz explizit, und die Bundeswehr nennt es, in den Interessensgebieten der Bundeswehr im In- und Ausland wirken. Wir brauchen das ganz sicher nicht, weder eine noch effektivere Armee in den deutschen Kriegseinsätzen, noch eine so drastische Militarisierung unserer zivilen Räume. Denn was passiert denn in diesen Räumen? Die sind für uns so wichtig. Große Teile unserer privaten Kommunikation, auch unserer aktivistischen, laufen darüber. Unsere Gesundheitsversorgung hängt da dran, unsere Energieversorgung. Nein zur Militarisierung aller zivilen Räume, auch dieses virtuellen Raumes. Dankeschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, während wir hier zusammenstehen, um für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt zu demonstrieren,
geht der Krieg im Norden Syriens weiter. Nach der Besetzung der Stadt und Region Afrin erklärte der türkische Präsident Erdogan, auch das angrenzende Tel Rifat besetzen zu wollen. Der Krieg um Afrin wird sehr deutlich als Fortsetzung einer osmanischen und nun türkischen Herrschaftspolitik gesehen. Erdogan träumt offensichtlich von einer Wiederauferstehung des Osmanischen Reiches unter seiner Führung. Der Möchtegern-Sultan droht damit, auch die anderen kurdischen Kantone im Norden Syriens zu besetzen. Ihm geht es wohl auch darum, durch die Unterwerfung der Kurden bei türkischen Nationalisten und Islamisten zu punkten. Und die deutsche Bundesregierung? Während Bundeskanzlerin Merkel den Einsatz in Afrin als inakzeptabel bezeichnet, werden Waffenlieferungen bewilligt. Munition, Technologie zur Verbesserung der Zielgenauigkeit von Waffensystemen, Drohnen, Software und Material zur Produktion von Waffen im Wert von mehreren Millionen Euro werden geliefert. So beschloss es die Bundesregierung seit Beginn des Krieges in Afrin. Dabei ist klar, dass dieser Krieg auch das Völkerrecht verletzt und die Türkei in der Tat in ein anderes Land einmarschiert ist. Auch aus der Europäischen Union wird die Türkei weiter gestützt. Aufgrund des Flüchtlingsdeals aus dem Jahr 2016 werden dieses Jahr weitere 3 Milliarden Euro an die Türkei fließen. Für den Grenzschutz, auch für den Kauf von gepanzerten Militärfahrzeugen, wurden 80 Millionen überwiesen. All diese Waffen werden zur internen Repression und eben auch für die Kriege der Türkei eingesetzt. Das Regime unter Erdogan und somit auch seine Expansions- und Unterdrückungspolitik wird weiter unterstützt. Die realen Handlungen und Entscheidungen der Europäischen Union und der deutschen Bundesregierung geben hiermit klar zu erkennen, dass Erdogan so weitermachen darf. Das ist unerträglich. Unsere Aufgabe ist es, alle Antimilitaristinnen zu unterstützen und uns solidarisch gegen die Repression zu wenden. Die Grundrechte auf Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit gelten für alle. Für einen sofortigen Stopp aller Waffenlieferungen, stoppt die Verbrechen gegen die Menschheit, stoppt den Krieg. Danke. Dankeschön, Rudi. Es gab eine lange Zeit Krieg in Nordirland und viele Leute meinen, Kriege geben wegen Religion, aber ich sage trotz Religion oder weil Religion wird immer wieder falsch verwendet und falsch benutzt. Also es muss nicht sein, dass man Religion missbraucht, um Krieg zu treiben. Und dieser Song wurde von einer Gruppe aus Irland geschrieben. Zombie.